an der Zeit. Es ist absolut an der Zeit, dass wir die Dinge neu machen, dass wir die Dinge anders machen. Hallo Katrin, guten Morgen. Ja, ist es nicht jetzt an der Zeit? Es ist an der Zeit, die Welt so zu kreieren, wie wir sie haben möchten. Es ist an der Zeit, dass wir uns jetzt wirklich da reinknien und uns eine Welt erschaffen, die uns gefällt und die unsere ist. Und jetzt gerade jetzt, zu diesem Moment, geht es wirklich darum zu erkennen, wo unsere wahre Power liegt. Wo die wahre Power liegt und vor allem, wo wir sie verlieren. Und sie wird uns unterbewusst genommen oder unbewusst genommen und wir merken es nicht mal, unsere wahre Power. Wir werden abgelenkt. Wir werden abgelenkt im Außen. Es werden uns Sorgen suggeriert. Es wird uns Angst gemacht, damit wir aus unserer wahren Power raustreten. Weil es ist so einfach. Jeder von uns weiß es, jeder von uns hat es schon am eigenen Leib erfahren. Es ist immer das, was wir glauben. Unsere Gedanken kreieren. Zig Bücher sind darüber geschrieben worden. Jeden Tag aus allen Ecken und Enden aus der Welt wird uns gesagt, unsere Gedanken kreieren. Und es ist nun mal so. Nicht ein einzelner Gedanke kreiert. Es geht hier nicht um den einzelnen Gedanke und es geht auch nicht um zwei und drei Gedanken, sondern es geht um dieses komplette Konzept, das wir von der Welt haben. Guten Morgen, Anna-Maria. Es geht um das Konzept, das wir von der Welt haben. Es geht um das Konzept, das wir von uns selber haben. Und wie ist das Konzept, wenn ich jemand bin, dessen Gedanken kreieren? Wenn ich jemand bin, dessen Vorstellung kreiert? Huhu, guten Morgen. Wir sind so machtvoll. Wir können alles kreieren und wir können alles umkreieren. Alles, was uns nicht gefällt, müssen wir nicht bekämpfen, nicht bejammern, nicht beweinen, nicht belamentieren, sondern es geht einfach darum, hier ist etwas, was mir nicht gefällt. Okay, ich stelle es fest. Fertig. Wie möchte ich es denn haben? Wie möchte ich es denn sehen? Wir haben so eine Kraft in uns, indem wir Rückschlüsse ziehen. Das ist the power of assumptions auf Englisch. Welche Rückschlüsse ziehen wir denn den ganzen lieben langen Tag? Wie interpretieren wir die Welt? Wie interpretieren wir das, was geschieht an unserem Körper, in unseren Beziehungen, da draußen in der Welt, in der Politik? Wie wird es von uns interpretiert? Und ich sage euch eins, der Reflex ist, die Welt ist gegen mich. Die Menschen sind gegen mich. Alles, was da draußen geschieht, ist gegen mich. Gegen alle. Es wird gegen uns alle gekämpft. Wir wollen vernichtet werden. Wir sollen kaputt gemacht werden. Unsere Existenzen sind zu vernichten. Aber seht ihr denn nicht nur, dass hier jetzt der Moment da ist, für den wir uns so großartig bedanken können, wenn wir erkennen, dass all unsere Ängste und all unsere grundlegenden Sorgen uns jetzt auf dem Bildschirm des Weltgeschehens präsentiert werden. Das ist das, was uns immer so verbunden hat. Hallo Susi, das ist das, was uns so verbunden hat, was uns so, oh, schau mal und wie schlimm und da geht was los und da ist was Schlimmes und da ist Armut und da ist Krieg und da werden Menschen unterdrückt und da ist Unfreiheit. Ja, solange all das die Vorstellung ist, die wir von uns und von unserem Leben da drinnen in unserem Köpfchen haben, ist es so?
Weil es gibt nichts anderes, wie die Vorstellung, die wir haben von uns, wer wir sind in diesem Leben, wer die anderen sind in diesem Leben. Wir leben nur ausschließlich in unserer Vorstellung. Ja, genau. Wir sollen es umdrehen. Es ist an der Zeit, dass wir erstens in unsere Power treten und erkennen, was wir alles schon erschafft haben. Mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen, mit unseren alten Stories, mit dem, was uns übergestülpt worden ist, was uns Glauben gemacht worden ist und so weiter und so fort. Jetzt geht es darum, all das nicht zu beachten und in die eigene innere Power reinzugehen. Und zu wissen, dass wir nie kontrolliert worden sind. Dass es wir zugelassen haben, dass wir kontrolliert worden sind. Dass wir nie versklavt werden können, wenn wir es nicht zulassen, dass uns einer unterdrückt. Wenn wir es nicht in unsere Vorstellung reinlassen, dann ist es nicht möglich, unfrei zu sein. Wenn ich für mich entscheide, ich bin ein freier Mensch. Wenn ich für mich entscheide, ich entscheide, wie ich leben will. Ich entscheide, wie ich Beziehungen leben will. Ich entscheide, wie ich Business leben will. Ich entscheide, welchen Beitrag ich hier leisten will auf dieser Welt. Ich entscheide all das und völlig ungeachtet, ob es möglich ist, vom System her, es interessiert mich doch gar nicht. Ich werde immer Möglichkeiten und Wege kreieren. Die Möglichkeiten und Wege sind aber nicht mein Business. Weil ich angeschlossen bin an die höchste Schöpfermacht, an die höchste Kreationsmacht und die sitzt in meinem Kopf. Neville Goddard, your imagination is God. Also das, was in deinem Kopf, in deiner Vorstellungswelt vor sich geht, ist Gott, ist Schöpferpower. Gott ist nichts anderes wie Schöpfer, die Quelle, Schöpferpower. Du bist Schöpferpower. Und deine Welt erschaffst du. Und wenn jetzt jeder, der das verstanden hat, sich ganz klar daran macht, die Dinge zu erschaffen, die er möchte, was glaubst du, wie schnell sich hier die ganze Geschichte verändert? Und wir sind an einem Punkt, wenn ihr jetzt mal die Schumann-Frequenz anschaut, dass sehr, sehr viele Menschen das jetzt schon begriffen haben und sehr, sehr viele Menschen sich nicht mehr versklaven lassen, sehr, sehr viele Menschen sich nicht mehr beirren lassen, nicht mehr führen lassen durch Angst und Sorge in ein Leben, in eine Welt, in der sie nicht leben wollen. Und jetzt geht es wirklich darum, an sich zu arbeiten und auch hier zu sehen, wie die Welt sich öffnet, wie es groß wird, wenn ich sehe, alle Menschen, wenn ich alle Menschen sehe, die jetzt vielleicht dieses Video sehen, wenn ich alle Menschen sehe, die anfangen, in ihre Kraft zu treten und aufhören zu kämpfen, zu lamentieren, sich drüber aufzuregen und zu sagen, unmöglich und es geht doch nicht, das ist doch alles Scheiße, das ist Lug, das ist Betrug. Ja, du hast recht. Aber wie willst du es haben? Wie willst du es haben? Und fange erst bei dir selber an. Fange bei dir selber an. Gestehe dir deine eigenen kleinen Wünsche ein und sehe, wie groß diese Wünsche eigentlich wirklich sind, die du hast für dich und für dein Leben, für deine Lebensqualität, für deine Beziehungen, für deinen Körper. Gestehe dir ein, was du dir wirklich, wirklich, wirklich wünschst. Und wisse, dass dein Leben, wenn es großartig ist, eine energetische Kugel ist, die andere großartige Leben inspiriert zu entstehen. Es ist nicht so, wie du dachtest, dass du dich schützen musst, dass du dich klein halten musst, dass du dich schützen musst vor Neid und Missgunst, dass du Understatement machen musst, dass du niemanden zeigen darfst, wer du wirklich bist, dass du niemanden zeigen darfst, was du wirklich fühlst, dass du niemanden zeigen darfst, was du dir wirklich wünschst, wie großartig dein Leben doch sein sollte, wie du es denn gerne hättest,
weil alle dich für blöd oder großkotzig, arrogant und was weiß ich nicht noch alles, als was wir nicht benannt werden dürfen. Aber was ist, wenn es alles eben auch falsch ist? Was ist, wenn es wahr ist, dass je größer du wirst, du die Welt größer machst? Also groß in dem Sinne, groß in bedingungsloser Liebe, Perfektion, wenn du deine Welt anerkennst und sagst, sie ist schön, sie ist großartig, sie ist mit Liebe gefüllt. Was ist, wenn die Wahrheit ist, je mehr das Sehen, je mehr du das nach außen trägst, je mehr du das verkörperst öffentlich, je weniger du dich selber zensierst, was glaubst du, wie groß der Beitrag für die große, große Wahrheit wäre? Die große, große göttliche Wahrheit, die große Wahrheit, dass wir in einem unendlichen Universum leben mit unendlichen Möglichkeiten, die alle schon zur Verfügung stehen. Wir uns nur erlauben müssen, einzugestehen, dass es so ist und dass es dann wirklich, wirklich kommen kann. Egal, ob ich weiß, wie, weil mein Wissen, mein Wie in meinem analytischen Verstand so eingeschränkt ja doch ist, weil ich nie wissen muss, wie die Dinge geschehen sind, weil sie aber aus mir heraus immer entstanden sind. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, einfach zu erkennen, dass wir hier in der Blende leben. Ja, du kennst es vom Film, oder? Es ist der eine Film und dann gibt es jetzt die Blende. Sie leitet über in einen ganz anderen Teil des Films, in einen anderen Akt. Was jetzt gerade stattfindet, ist, die Blende wird eingeschoben. Also das Problem ist, dass die Leute immer noch glauben, dass sie für ihr Glück kämpfen müssen. Die Leute sind kein Problem. Ich sag's jetzt mal krass. Du bist das Problem. Es gibt nur dich. Schaut nicht mehr auf die Leute. Hört auf die Leute zu schauen. Begreift einfach, dass die Leute in euch sind. Ihr kreiert die Leute, ihr kreiert die Menschheit, so wie es Gott halt macht. Ja, wie geht Schöpfung? Schöpfung geht nicht so, ah ja, ja, die sind da. Nein, ich sage, wie es ist. Ich kreiere es. Ich kreiere, wie ich die Welt sehe. Ich kreiere, was ich in den Leuten sehe. Ich darf sehen in den Leuten, was ich will. Und ich sehe in den Leuten ganz viele Menschen, die Wege suchen, die Verständnis suchen, um in ihre Kraft zu kommen. Das sehe ich. Und ich liefere Informationen, die dazu helfen sollen, dürfen, können. Ich bin da, ich stelle mich zur Verfügung, ich nehme es in den Mund, ich schäme mich halt jetzt nicht, ja, und sage, Leute, wir leben in der Blende. Gerade ist der Übergang, es ist eingeblendet. Diese ganze Craziness, die du da draußen siehst, ist in der Blende. Wenn du einen Übergang hast im Film, dann ist auch mal kurz blurry, verpixelt. Du siehst es nicht. Du siehst nicht genau, um was es geht. Ja? Gerade ist Blende. Und in dieser Blende sollst du nicht versuchen, im Außen irgendetwas zu sehen, weil alles verpixelt ist. Du siehst nichts Klares, weil wir in der Blende leben. Ergo, gehst du in deinen Schöpfermodus zurück und kreierst das, was du nach der Blende haben möchtest. Wenn die Blende vorbei ist, wenn es wieder klar ist und du deine neue Sequenz einspielst, die Sequenz für dich und dein Leben. Und an dem musst du jetzt arbeiten. Jetzt ist es dran, nicht versuchen, in der Blende irgendwas scharf zu stellen, irgendwas verstehen zu wollen, irgendwas kapieren zu wollen, sondern zu sagen, okay, jetzt ist gerade Blende. Und danach gibt es einen Schnitt und dann kommt das Neue, dann kommt die neue Kreation meines Lebens. Und aus meinem Leben generiere ich die Welt. Ob es dir gefällt oder nicht, du machst es ja sowieso. Also mach es jetzt richtig.
Und zwar nicht so, wie es immer gemacht worden ist, nach all diesen Regeln, Beschränkungen, Einschränkungen und Bedingungen, sondern mach so, wie es gedacht ist. Bedingungslos. Weil du es aus der Liebe heraus so haben willst. Weil du es aus deinem Herzen heraus so haben willst. Weil du es aus deiner Begeisterung heraus so haben willst. Darum geht es. Es geht nur um das. Und es geht nicht darum, was jetzt in dieser fucking Blendezeit passiert. Es geht darum, dass alle jetzt diese Überblendezeit dafür nutzen, in ihre Kraft zu kommen und das zu kreieren, was aus ihrem Herzen, aus ihrer Liebe, aus ihrer bedingungslosen Liebe heraus entstehen möchte. Und nicht, ah, ich will reich werden, weil ich brauche unbedingt ein Auto, um glücklich zu sein, oder ein Haus, um glücklich zu sein, und ich brauche ganz viel Geld, um zu. Nein, ich brauche ganz viel Geld, weil es meine Power und meine Kraft unterstützt. Und weil ich daraus aus Liebe noch mehr Liebe kreieren kann, weil ich aus dem liebenden Geld, das ich einfach will, weil ich die Macht und die Power habe, dieses Geld zu vermehren, diese Liebe analog zu Geld zu vermehren und einzusetzen und Großartiges zu kreieren. Darum will ich's. Ja? Ich will Geld, ich will ganz viel Geld, weil ich damit ganz viel Liebe in diese Welt bringen kann. Und deswegen ist es für mich ein Anliegen ohne eine Bedingung, weil ich will Liebe in die Welt bringen. Und alle, wir wollen es alle, ich weiß es, ich habe keinen einzigen Menschen in meinem Coaching gehabt, der nicht dieses tiefe, tiefe Bedürfnis hatte, aus sich heraus Liebe in die Welt zu bringen. Verdammt nochmal, dann tu's, aber setz keine Bedingungen dran, sondern entscheide, ich will's haben. So, alles klar, ich erlaube mir alles, was mir erlaubt, noch größer zu werden, noch mehr Liebe zu strahlen, noch mehr zu scheinen, noch mehr die Welt mit den göttlichen Augen der Perfektion, der Liebe, der Begeisterung, der Schönheit zu sehen. Ich mache das halt jetzt. Und ich gehe nicht rein und wurschtel jetzt hier in dieser Übergangsfilmgeschichte mit rum, weil die ist eh schon geschnitten. Hier läuft die Blende. Der Film ist fertig. Du musst nichts mehr machen. Außer das kreieren, was du möchtest, das nach der Blende für dich und für andere im Leben ist. Und das ist dein Job jetzt. Darin investierst du Zeit und Geld. Und nicht in Motzen, in Aufstände, in Kämpfen, vor der Blende oder in der Blende deine Energie reinzutun. Da braucht's niemand. Das ist done. It's gemacht. Fertig. Schluss, Ende, aus. Amen. Und du, der du das jetzt hörst, darfst dich komplett da rausnehmen und sagen, was möchte ich, dass nach der Blende in meinem Leben erscheint? Welche Vision habe ich von unserem Zusammenleben auf diesem Planeten? Welche Vision habe ich von mir als Teil dieses Planeten, als Teil dieser Gesellschaft? Was will ich bringen? Was will ich liefern? Was will ich kreieren? Was darf aus mir heraus Wunderbares entstehen, das nachher sowieso den Obername, die Oberenergie, Liebe, Schönheit, Begeisterung trägt? Weil, weißt du was? Alles andere interessiert mich doch gar nicht. Ist doch sau langweilig. Interessant ist doch nur, wie kann ich mehr von dem Schönen haben? Wo kann ich investieren? Wo kann ich Energie reinnehmen? Wo kann ich Aufmerksamkeit reingeben? Wo kann ich meine Beurteilungen so nehmen, dass sie die Liebe zeigen, die dahinter steckt, hinter allem? Und die Liebe hinter dieser Blende ist die verdammte Befreiung. But it's done, ist fertig, es gibt nichts mehr zu tun für dich. Es gibt nur noch das innezuhalten und zu sagen, was kommt nach dieser Blendezeit? Wie sieht mein Film aus? Wie geht's denn weiter? Was bin ich? Wer bin ich? Was mache ich für einen Beitrag? Was schaffe ich und was erschöpfe ich? Weil ich bin ja verdammt nochmal Schöpfer. Hier. Und Schöpfer der Liebe. Und nicht Schöpfer des Chaos, der Sklaverei, des Einschränkens und so weiter. Sondern ich weiß, wer ich wirklich bin. Ich nehme es jetzt an. Ich erkenne es. All das, was Miscreation war in der Vergangenheit aus, weil ganz, ganz viele Menschen
nicht wussten, wer sie sind, nicht wussten, wie das Leben funktioniert, weil es einfach vergessen wurde und nicht mehr weitergetragen wurde. Absichtlich natürlich, um zu entmachten, bla bla bla, 100.000 Stories, Geschichten, wissen wir auch alles. Nützt aber nichts, interessiert auch nicht, weil es geht von jetzt an mit jedem einzelnen Moment genau dahin, wo ich es haben will. Bis zu meinem letzten Moment. Wann auch immer der ist, will ich einfach nur wissen, geil, ich hab's geschafft, ich hab's erschafft, ich hab's erschöpft. Es fühlt sich grandios an, jeden Moment ein bisschen besser. Jeden Moment ist mein Verstand ein bisschen mehr dort, wo ich ihn haben will und nicht in der Vergangenheit, in alten Stories. Ich bin hier, ich bin in meiner Power. Und mach's einfach. Mach's einfach. Finde einen Weg, finde Unterstützung, finde ein Team, finde Gleichgesinnte, bündle die Kraft und sorge dafür, dass es in die Richtung geht, in der du haben willst und dass du nicht immer wieder dorthin gehst, wo du es nicht möchtest, auch wenn die ganze Welt voll Scheiße ist gerade, auch wenn die ganze Fernsehen und wenn alles voll ist. Es muss dich nicht interessieren, sondern du gehst beinsteinhart für das, was aus deinem Herzen, aus deiner Liebe, weil deine Liebe ist die Liebe des Lebens, deine Liebe ist die Liebe der göttlichen Schöpfung, der göttlichen Idee. Deswegen willst du es ja auch so sehr geben, deswegen willst du ja auch so sehr lieben, weil du so aufgefüllt bist. Und deswegen tut es dir ja auch so, so sehr weh, wenn du dir Grenzen und Beschränkungen auferlegst, die dir sagen, ich darf das nicht. Draußen kämpfen die. Ich darf nicht glücklich sein und hier sitzen im Kuscheligen und an meiner zukünftigen Vision machen. Doch, es ist dein Job. Es ist dein Job. Du musst es sogar tun. Wenn du das spürst in dir, dass du Liebe geben willst, kannst du nicht kämpfen gehen. Das tut dir weh. Sondern du bist hier und kreierst den Raum, in dem alles transformieren darf und in dem auch die, die jetzt noch meinen, kämpfen zu müssen, transformieren in sich selber, in ihre eigene göttliche innere Wahrheit und dann mithelfen, das Schöne, das Großartige, das Liebende, das Begeisternde zu kreieren und es mitzutragen. Und das heißt, wir erhöhen unsere Schwingung. Wir erlauben uns, uns besser und besser zu fühlen. An was merkst du, wo deine Schwingung steht? Daran, wie du dich fühlst. Und sich gut zu fühlen, während andere lamentieren und Angst haben, ist manchmal ein bisschen tricky. Aber auch das ist dein Job. Es ist dein Job, die Stange zu halten. Dort, wo du möchtest, dass das Leben hingeht, dort, wo du möchtest, dass die Welt hingeht, dort musst du die Energie pflanzen und sie unweigerlich dort halten. Es ist dein Job, es ist deine Arbeit. Und sie ist leicht, sie darf leicht sein, sie ist spaßig, weil sie sich ja verdammt nochmal gut anfühlt. Sie fühlt sich nur nicht gut an, wenn du dir den Raum und den Platz nicht erlaubst. Wenn du dir nicht erlaubst, es zu tun, dann ist es wieder beengend, dann ist es nicht schön. Aber je mehr du aufmachst und je mehr du da bist in deiner vollen göttlichen Dominanz und Präsenz, desto mehr spürst du, dass du deine Berufung fühlst. Desto mehr spürst du, wer du wirklich bist und desto mehr siehst du deine Power in deinem eigenen Leben, in dem Leben von deinem größeren Umfeld, mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, wo du hilfst, dass einfach diese Schwingung gehalten wird, sodass die Kraft da ist für das, was wir wollen. So läuft der Hase. Und ich kann dir nur als Hilfe anbieten, in Divine Money zu kommen noch. Wir starten am 4.11. Für 2 Monate. Und wir kreieren, was das Zeug hält für uns. Und weil wir die Welt sind, ist es gleichzeitig alles, was wir uns kreieren, was wir uns erlauben, wo wir uns jede Beschränkung ablegen, ist für alle. Was du für dich kreierst, ist für alle, weil wir sind alle verbunden. Und wenn wir das mal kapieren, dann haben wir keine Angst mehr und denken nicht, es ist so egoistisch, wenn ich nur jetzt für mich schaue. Ich muss doch für die anderen. Aber wenn jeder nur seine eigene Energy im Griff hat
Wer muss sich dann wirklich um den anderen kümmern? Niemand. Weil jeder macht die Arbeit selber und guckt nur bei den anderen ab. Und nachher sind wir vereint auf einem Level. Es gibt keinen Energieraub mehr. Es gibt gar nichts mehr. Es ist einfach nur pure, pure, reine Liebe. So wie Liebe gemeint ist. Höchste Begeisterung, Glückseligkeit, Freude ohne Grund. Grundlos, grundlos, weil es deinem Wesen entspricht, weil sich dein Wesen dann gut fühlt, weil du wie eine Gitarre bist. Wenn die verstimmt ist, fühlt sie sich nicht gut. Aber wenn die Gitarre in Harmonie schwingt und nur ein kleiner Luftstreich über die Saiten geht und sie harmonisch vibrieren, das ist geil, das ist schön. Und du kannst zu dieser Gitarre werden, wenn du permanent schaust, dass du richtig gestimmt bist, harmonisch gestimmt, mit deinem wahren Sein, mit deiner Göttlichkeit und es nicht erlaubst, lange in Disharmonie zu bleiben. Und das ist, danke Anne-Maria, und das ist nicht schwer, wenn du dir erlaubst, es neu zu lernen und immer wieder neu zu lernen. Deswegen komm mit uns mit. Divine Money geht nicht um Geld. Geld ist nur ein Symbol für die Kraft und für die Macht, die wir in uns tragen und mit denen wir Wirkung und Bewirkung zeigen dürfen und Harmonie in die Welt bringen können und den Menschen zeigen, dass es schöner ist, wenn du als gestimmte, harmonische Gitarre durch die Welt läufst und alle anderen im Gleichklang mit dir schwingen dürfen. Geh voran. Geh voran. Geh zuerst für dich. Geh, indem du für dich gehst, gehst du für die anderen. Wenn du für die anderen gehst, gehst du nicht für dich. Und dann gehst du in eine Richtung, in die auch die anderen nicht gehen wollen. Du weißt es selber. Dieses Verhalten. Alle rennen den anderen nach, weil sie glauben, dort ist richtig. Und keiner hat den Überblick. Habe du den Überblick. Habe du die Richtung. Und wenn alle in die falsche Richtung gehen, du weißt, wo es sich gut anfühlt, wo die gute Richtung ist. Also du kannst dich immer noch anmelden. Komm mit, 2 Monate bis zum Ende des Jahres und du wirst sehen, das wird Silvester, das du dir nie geträumt hast. Schon allein in 2 Monaten verändert sich so, so viel, wenn du dranbleibst, wenn du dabei bleibst, wenn du Unterstützung dir erlaubst auch, ja? Und nicht, weil du es nicht selber und besser kannst, sondern weil es einfacher und schöner ist. Das ist doch eigentlich der Punkt. Und darum geht's und darum lade ich dich ein. Investiere in dich, investiere in deine Klarheit, investiere in deinen Weg, investiere in dein wahres Sein und lass die Blende. Blende sein, es ist ein Übergang, es ist eine Überblende, du musst da nichts machen. Du darfst jetzt dich rausnehmen und sagen, ja, ich bin bei denen dabei, die schon mal die Zukunft vorbereiten, die schon mal die Wege planieren, die schon mal die Sequenzen für unsere Zukunft feststellen, weil die braucht es. Es braucht diese Leute und nachher braucht es noch viel mehr von diesen Leuten, die schon wissen, wie es geht. Und willst du jemand sein, der weiß, wie es geht, dann musst du selber dich immer weiterbilden und erlauben, der Lehrer zu werden. Und zwar der Lehrer in Form des Beispiels und nicht der Lehrer in Form des Schlabbern, Schweizerdeutsch. Ja? Also wenn du Fragen hast, auch für Divine Money, da gibt es eigentlich keine Frage. Es ist ein No-Brainer. Du bist bei uns mit in der Gruppe. Du hast alle Unterstützung, die du brauchst. Du kommst in deine Power. Du kriegst noch alle Vorträge und alle Workshops zum lebenslangen Anschauen aus dem Online-Kongress Heilung in der neuen Zeit. Heilung auf allen Ebenen, Heilung in allen Dimensionen. Und Heilung heißt ja nichts anderes, als dass wir in unsere heile, perfekte, liebende Wahrheit zurückkehren und nicht mehr abgelenkt sind von irgendeinen Bullshit-Stories, Bullshit-Überzeugungen, Einschränkungen, bla 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 bla. Was halt alles halt nicht stimmt. Also, steig mit ein. Wir sind eine wunderbare Truppe. Es wird immer größer, es wird immer mehr.
es sind Menschen dabei, die sich schon wahnsinnig viel kreiert haben und die immer mehr den Durchblick auch haben und die dich mittragen, die dich mit unterstützen, wo du dich austauschen kannst, wo du nicht als Loser gesehen wirst, wenn du um Rat frägst, sondern im Gegenteil, wo du gefeiert wirst, wenn du noch Blockaden aufdeckst für dich und für andere, wo du gefeiert wirst, wenn du es erlaubst, ganz, ganz tief zu gehen und die anderen mitnimmst in die Wahrheit deiner Emotionen. Und wenn du erlaubst, getragen zu werden, wenn du es erlaubst, dass Menschen dich mittragen dürfen, wenn du dich hingeben kannst in ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, weil du weißt, hier sind alle und alles für dich, für dich. Und jeder trägt dich gerne mit, weil du dich nicht schwer machst, sondern weil du dich leicht machst, weil du leicht in die Harmonie der Gruppe, in die Harmonie der göttlichen Wahrheit und Gesamtheit dich einfügst, weil es sich so schön anfühlt und weil es nicht darum geht, dass dein Ego vielleicht irgendwas anderes will, sondern weil du dir eingestehst, boah, das ist so schön, ich liebe das, ich liebe es, mich in allerhöchster Bedingungslosigkeit, Freude einfach zu vernetzen. Das ist was, was wir nicht gelernt haben und wir werden es lernen, weil es ist das, wofür wir bestimmt sind. Wir sind nicht dafür bestimmt, gegeneinander zu machen und zu kämpfen und irgendwo zu meinen, wer ist besser, wer ist schlechter. Die Einheit bedeutet, es ist für alle, alles im absoluten Überfluss da. Und wenn alles für dich im absoluten Überfluss da ist und schon da ist und nur noch wartet, bis du dort bist, wieso braucht's Neid? Wieso braucht's Missgunst? Wieso braucht's Competition? Competition kann es vielleicht einfach nur brauchen, um zu sehen, oh wow, da will ich jetzt hin. Oh, da geht's noch weiter. Die hat schon das Türchen aufgemacht. Sie ist schon auf dem nächsten Level. Sie hat schon das nächste Türchen gefunden, wo es noch viel cooler ist als da, wo ich jetzt schon bin. Wow, cool, es gibt's. Ich will auch dorthin. Wie schön. Ja. So ist das Leben gemeint und nicht so Ellenbogen und Sachen verachten und irgendwo zu sagen, ja, das will ich eh nicht, das ist gemein oder oh, das ist arrogant oder was auch immer, ja. Das ist alles Story, bla bla bla, zur Trennung, zur Lüge. So sind wir nicht gemeint, weil so müssen wir ja gar nicht sein. Wenn alles da ist und wir einfach nur bereit sein müssen für den Empfang und aus dem Empfang wieder Neues und Größeres und mehr zu generieren aus unserer höchsten Liebe heraus. Wieso braucht es denn den ganzen niedrigen Quatsch? Weil wir sterben? Weil wir irgendwann mal sterben? Weil unsere Liebsten irgendwann mal sterben? Ja? Deswegen? Wirklich deswegen? Weil wir Angst vorm Tod haben? Deswegen, weil diese manifestierte Hülle für diesen Abschnitt unseres unendlichen Seins vergänglich ist? Deshalb machen wir die ganze Scheiße hier? Deshalb kriegen wir? Deshalb sind wir neidisch und missgünstig? Deshalb? What? Voller Bullshit. Voller Bullshit. Unsere Seele, unser non-physischer Anteil, unser göttlicher, spiritueller, geistiger, nicht manifestierter Anteil lebt ewiglich. All das, was aus uns heraus entsteht und generiert wird an Energie, lebt ewiglich. Soll ich mich bremsen lassen, nur weil diese für diesen Wimpernschlag. Soll ich mich bremsen lassen, nur weil diese Hülle nicht ewiglich lebt? Nur weil diese Hülle mir die Beschränkungen aufzeigt, an die ich glaube? Wieso leben die Menschen jetzt länger? Wieso werden die Leute älter? Wieso sind die Leute länger klar? Warum gibt es so Menschen? Warum gibt es aber wieder Menschen, die einfach nicht so sind? Warum gibt es Menschen, die so krank sind? Warum gibt es all das? Nicht, weil die Medizin das macht, nicht, weil die Politik das macht, nicht, weil die Ärzte das machen, sondern,
weil unser Mindset das macht. Und diese ganze Erlaubnisgeberei, ja, weil das Essen ist ja jetzt viel, viel gesünder und wir ernähren uns sehr viel besser wie früher. Glaubst du diesen Bullshit wirklich? Glaubst du wirklich, dass du besser isst wie die Leute früher? Dass wir uns jetzt besser ernähren können, bloß weil wir einen Haufen Chemie- und Nahrungsergänzungsmittel haben? Glaubst du das? Oder ist es vielleicht wirklich einfach deswegen, weil wir es glauben? Weil es uns beigebracht worden ist? Und könnten wir nicht einfach auch glauben, dass es bedingungslos so gedacht ist, dass ich so lange fit, vital, kraftvoll, liebevoll bin, solange ich es mir erlaube? Und ich erlaube es mir nicht nur, weil ich so gut esse, weil ich so gute Medizin habe, weil ich das habe, weil ich das habe. Nein, ich erlaube es mir, weil ich weiß, wer ich wirklich bin. Ich weiß, was ich für eine Power habe. Ich weiß, was ich hier machen kann mit meinem menschlichen manifestierten Kleidchen. Ich weiß, wie ich sehen kann, was ich draus machen kann. Weil da meine wahre, wahre, wahre Power ist und ich nicht mehr an irgendwas anderes meine Power abgebe. Und wenn sie bei mir ist, dann habe ich so viel davon. Und das macht Spaß. Also, ihr Lieben, denkt dran. Auch die, die es jetzt härter trifft, mit irgendwie mit dieser Blende, ja, die jetzt vielleicht noch mehr Ruhe und noch mehr Zeit geschenkt bekommen, nutzt diese Weise. Klärt euch von den alten Stories, klärt euch von dem alten Bullshit. Hört auf, steigt aus und kommt mit in das Neue. Seid Schöpfer der neuen Welt, der neuen Regeln, die keiner braucht. Die Regeln des Universums, des Quantenfelds, des Göttlichen. Also, jetzt ist die Zeit. Steig ein, komm mit in Divine Money. Nächstes Jahr gibt es ganz viele größere Programme, für mich auch. Ich habe ja schon die Divine Millionaire Mastery gestartet, weil es der nächste Schritt ist und weil ich noch so viel mehr bewirken möchte, weil ich noch viel klarer werden möchte, weil ich noch weniger zurückhalten möchte von der Wahrheit. Es wird auch einen Podcast geben von mir. Patricia teaches the truth, also Patricia lehrt die Wahrheit, weil es nur eine göttliche Wahrheit gibt. Es gibt nur eine Perfektion, es gibt nur eine Liebe, es gibt nichts anderes. Es gibt Wahrheit oder Lüge, that's it. Wahrheit oder Lüge. Da gibt es sogar einen Spiegel, gell, glaube ich, genau. Trick or treat. Jetzt kommt's, Halloween, trick or treat, ja? Ganz genau. So ist es eigentlich gedacht, dass ich immer erkenne, Lüge oder Wahrheit, Lüge oder Wahrheit. Ich folge der Wahrheit, ich folge der Wahrheit, ich folge meiner Größe, ich folge meiner Liebe, ich folge meiner Begeisterung, ich folge dem, was ich mir wirklich wünsche aus ganzem Herzen. Okidoki, ich wünsche euch einen schönen, schönen Tag. Bei mir ist immer noch Schnee. ja, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Ich bin da wirklich, um euch zu begleiten. Und ich bin da für diejenigen, die es ernst meinen. Ich bin da für diejenigen, die sagen, ja genau, Konventionen, wir machen alles neu. Wir machen alles neu, so wie es gehört, wie es sich gehört, wie es gedacht ist. Und wir folgen keinen Lügen, bla 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 mehr. Wir öffnen uns für die Wahrheit. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Tschüssi.